Herzlich willkommen Leute auf der Imsen. Was geht ab? Und zwar heute richtig geiles Kochtutorial. Wir sind hier bei Ulfram in Wandsbek bei den Räumlichkeiten von einem Freund. Leute, es wird lecker. Wenn ich schon dran denke, ich kriege schon Appetit. Wir machen heute eine Pide mit einer richtig geilen Salami von Master Cut. Einmal hier eine pikante Version, schön ein bisschen schärfer, und eine milde Version. Diese beiden Salamis sind Halal, dazu später mehr. Ich habe mal ein Pita-Tutorial gemacht. Leute, es sah optisch jetzt nicht so geil aus. Der Ramazan und der Kader haben es gesehen. Die haben gesagt, ey, komm mal richtig zum Profi. Schön mit Holzgrill, das wird ein anderes Level. Wir verbinden einfach lecker Salami mit lecker Pita. Kann nur lecker werden. Viel Spaß mit dem Video, bleibt dran. Hör mal, wir haben einen Steinofen, das sehe ich schon hinter dir. Beste. Steinofen-Pita-Kombination ist immer heftig. Machen wir uns jetzt vor, es schmeckt anders. Es ist nicht so, wie als würdest du zu Hause machen. Wir sind jetzt hier mit Ramazan. Wir werden jetzt hier die Pides machen. Ganz wichtig, letztes Mal, als ich das gemacht habe, es sah optisch auf jeden Fall nicht gut aus. Und Ramazan meinte, ey, Ömer, komm vorbei, wir machen eine richtig geile Pide. Nicht nur optisch, sondern auch geschmacklich. Darum bin ich jetzt hier, damit das alles auch gut aussieht. Wir legen los. Was sind die ersten Schritte, Ramazan? Erstmal brauchst du eine Schürze, Ömer. Okay, eine Schürze, natürlich. Dann habe ich direkt die Skills. Schürze. Ey, bekommt er nicht so ein Haarkopfnetz oder so, wie das heißt? Damit die Haare nicht... Ja, normalerweise schon, aber brauchen wir bei mir nicht. Ich weiß aber auch nicht, warum, um ehrlich zu sein. Sonst sitzt die Friseur nicht. Vielleicht für deinen Bart immer. Ja, vielleicht für meinen Bart. Was machen wir jetzt? Ramazan, wie geht's los? Ja, das stimmt. Heute arbeiten wir professionell. Heute arbeiten wir so professionell. Okay, professionell ist ganz wichtig. Gut, ich bin gespannt. Letztes Mal hat es ja nicht so gut hingehauen. Leider. Heute versuchen wir das mal besser. Okay. Damit du es nächste Mal alleine auch schaffst. Okay. Okay, das sieht echt gut aus. Sieht gut aus, machst du gut? Ich bin nicht hier, um das alles selber zu machen. Leg mal mit an. Okay. Ich dachte, ich kann mich ein bisschen von der Arbeit drücken, aber der Ramazan, der lässt sich nicht lumpen. Seh ich ab dir, Bruder. Okay, wir haben jetzt hier unseren Teigball, sag ich mal. Wir fahren das jetzt hier mal ein bisschen aus. Und Ramazan, wie macht er sich? Nicht gut. So wird er das nicht lernen. Die Mühe, Junge. Ja, ich mach schon. Ich gebe schon komplett Mühe. Ömer, wir wollen heute noch essen. Okay. Ich glaube, das sieht schon ganz gut aus. Es wird eine Mini-Pizza. Wie krieg ich das denn größer hin? Ja. Da musst du besser zuschauen. Aber du machst das schon gut, ja, muss ich sagen. Wirklich. Soll ich ein bisschen Öl, ein bisschen Dings noch nehmen? Ein bisschen Mehl? Boah, super. Ey. Links das Kunstwerk vom Ramazan. Rechts von Ömer? Nee, ist eigentlich falsch rum. Also das ist eigentlich den ich gemacht habe. Das war der Ramazan. Wie geht's weiter? Was machen wir jetzt nächstes? Kommt drauf an, welchen Belag wir wollen. Also wir haben jetzt hier richtig geiles Produkt, eine richtig geile Salami. Wir haben hier einmal, weil natürlich die türkische Zunge oder die Ausländerzunge kennt das ja normalerweise mit Sucuk. Aber wir dachten ein bisschen, komm, es gibt was Neues. Hier haben wir einmal die pikante Version und hier die milde Version. Und ich dachte, wir machen es damit. Ich habe voll Bock drauf. Let's do it! Ramazan, erzähl, was machen wir jetzt? Wir fangen erstmal mit dem Gouda an. Und danach belegen wir das schön mit einem mit der pikanten Version. Okay. Und die andere mit der milden. Okay, das klingt gut. Freue ich mich drauf. Brutal. Er sieht heftig aus, er macht das geil, das wird ein Monster. Und ich mache gleich die Pida auch, Imsen-Style, gelernt von Ramazan. Mal gucken, ob das halb so gut wird, das würde schon reichen, glaube ich. Hör mal, ich würde sagen, jetzt bist du dran, ne? Das von Ramazan sieht doch schon mal... Ja, das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ich muss jetzt auch gut so gut hinkriegen wie er. Jetzt hauen wir hier die Kante Salami rauf. Wird auch nicht gegeizt, ne? Ganz wichtig. Weil wenn du so eine Pita machst, du musst reinbeißen, muss alles schmecken. Sonst bockt das nicht. Moment, das sieht ja schon richtig nach Arbeit aus, oder? Ja, ich gebe mir auch Mühe, ne? Also ich habe gelernt. Ich meine, du siehst richtig nach Arbeit aus. Ja, ich gebe mir Mühe, ne? Ich habe mir hier natürlich von Ramazan abgeguckt. Style-Check. Ja, sieht gut aus, ne? Das Fundament ist gelegt. Wir machen jetzt die nächste Schicht drauf. Wieder ordentlich Käse. Ja, ihr kennt das, ihr beißt ab, dieser Käsestreifen. Peter muss mit Käse sein.
jetzt machen wir hier die pikante Salami wieder rauf, die wirklich sehr, sehr lecker riecht. Muss man sagen, der Geruch ist sehr intensiv, schmeckt sehr gut. Man riecht auf jeden Fall die Gewürze. Es kommt der Part, der für mich immer am schwierigsten ist. Als ich mein Kochtutorial gemacht habe, sah die Pita nicht gut aus, weil ich das, was ich jetzt mache, nicht konnte. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt hinkriege. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Ich habe auf jeden Fall aufmerksam zugeguckt, wie Ramazan das gemacht hat. Wir legen jetzt mal los. Er hat nämlich ein bisschen vorne gezogen, ein bisschen rumgezupft. Und danach, glaube ich, irgendwie so. Ramazan, bitte nicht sauer sein, wenn ich das nicht so gut hinkriege wie du. Das sieht doch schon richtig gut aus, Junge. So, Bruder, jetzt wird's auf jeden Fall knifflig. Jetzt kommt die Pide in den Holzofen rein und jetzt wird's lecker. Auf Wiedersehen. Willst du das wirklich wagen? Ich muss es machen, Digga. Ich muss es machen. Ich muss es machen. Ja, das sieht doch schon gut aus. Als würdest du das ständig machen. Okay, Leute, ist ein bisschen kritisch gerade. Ramazan muss die Pide operieren. Oh Mann, ich habe mir so Mühe gegeben, Mann. Egal, meine ist jetzt ein bisschen länger geworden. Ist auch okay. Oh, gib mir. Ja, irgendwie, dieser Holzstab und ich, wir funktionieren heute nicht so gut. Ich glaube, Ramazan, ich glaube, du musst das machen, damit das auch was wert. Aber ne? Ja. Wer macht das hier sauber? Weiß ich bestimmt nicht. Soll ich das sauber machen? Okay, Tom, kein Problem, mach ich sauber. Wer essen kann, muss auch sauber machen, ne? Okay, machen wir hier ein bisschen sauber. Okay. Bye, bye, bye. Ich muss das auf einmal drehen. Jetzt kommt deiner. Ich hoffe, der lebt noch. Doch, der sieht doch super aus. Ömer, der sieht doch schon mal gut aus, oder? Was sagst du? Ja, sieht total aus. Also, meinst du, du toppst den? Nein, ich glaube nicht. Ömer, jetzt kommt deiner. So. Fangen wir mal hier hin. Ja, wie ihr sehen könnt, ist ein kleiner Unterschied auf jeden Fall. Halt die mal nebeneinander. Aber sieht schmackhaft aus. Okay. Sieht schmackhaft aus. Sympathisch. Guckst du gut zu? Ich guck gut zu. Ömer, du chillst immer noch am Handy, Mann. Ich glaube, er hat es richtig ernst gemeint. Soll ich sauber machen? Digga, lass mich doch mal einmal atmen. Ömer, machst du einmal die Küche sauber? Ja, natürlich, ich bin die ganze Zeit dabei. Ich glaube, so hast du das nicht vorgestellt, ne? Ja, ich wusste nicht, dass seine Ohren und seine Augen überall sind von den Ramazan. Wir legen los. Ich glaube an dich. Oh, ein bisschen naschen hier? Ja, probier mal schon. Boah, das ist heftig. Ehrlich? Der ist brutal heftig. Als hätte man diese Salami gemacht, damit sie nur für Pita machen gedacht ist. Ehrlich. Richtig heftig. Schmeckt krank. Wirklich richtig heftig. Schön fettig, derbe heftig. Hör mal, hast du Butter drauf gemacht? Digga, nein, Mann. Warte. Der letzte Schliff. Richtig strenger Chef hier.
Man sieht natürlich auch einen kleinen Unterschied, wie er dekoriert hat und wie ich dekoriert habe. Guck mal hier. Also jetzt machen wir noch den hier bisschen Sesam. Also man merkt schon, ne? Ramazan macht es täglich. Ich mache es kaum. Aber man sieht den Unterschied. Euch erwartet noch ein Special Guest, ein Familienmitglied. Der wird Peter probieren. Bin sehr gespannt. Das ist sein allererster Auftritt auf YouTube. Er ist jung, er ist süß, er ist lieb und ein bisschen nervös. Special Guest wartet auf Peter. Ich muss Gas geben. Imran, wo bleibst du? Ich hab voll Hunger. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Alles gut. So, Tanajian. Wir haben hier zweimal Peter. Einmal mit einer milden Salami und eine bisschen pikanteren. Fangen wir erstmal mit der milderen an. Und rate mal, welche von den beiden der Ömer gemacht hat. Ob der Schmiche besser aussieht. Schmeckt richtig lecker, Mann. Wie bitte? Schmeckt todeslecker. Todeslecker? Okay, das war Peter von Ramazan. Das war aber die Peter von Ramazan. Das war nicht die ich gemacht habe. Vielleicht. Ich meine einfach gut. Schmeckt gut? Mhm. Salami ist gut. Jetzt probieren wir hier die von mir. Nimm mal hier das Stück. Alle bei allem. Guten Appetit. Er chillt vor seinem Leben. Er chillt vor seinem Leben. Tam Pascha. Peter Gelli. Oh. Ömer, ich fühle dir nicht die Laune verdämmen, aber du musst doch Geschirr waschen. Ja, Tanay auch. Ja? Wer gut essen kann, kann auch abwaschen. Sag mal, wie schmeckt die? Fast gleich, aber nur die Salami ist halt anders. Ist die Schärfe gut? Mhm. Ja. Jetzt fangen wir an mit der milden Salami. Na Mann, die ist gut. Die ist sehr gut. Hinterher Tomate. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geile Salami. Kann ich mir auch sehr gut mit Toast vorstellen. Käse, die Salami langt. Richtig geil. Oder wenn ihr eine normale Pizza macht zu Hause, einfach Salami rauf, ist gut. Bisschen RGB-Bett. Jetzt kommen wir zur Salami. Die Pikante. Ey, ich habe die ganze Zeit nicht gefilmt. Atme mal an. Schaka. Dafür los. Die Pikante ist wirklich auch geil. Hat einen geilen Geschmack. Mild ist ein bisschen milder. Pikant ist auch pikant. Also der Name ist auf jeden Fall Programm. Und das Gute ist, Leute, mit dem Code Ömsen10 spart ihr 10% auf die Salami-Aufschnitte. Sehr, sehr geil. Abonniert den Kanal. Danke, Tanay, für deinen Gastauftritt. Ich danke dir auch. Tanay ist am Start. Checkt auf jeden Fall Mastercut ab. Halal Salami. Auch andere Produkte, die sehr, sehr geil sind. Bleibt gesund. Ciao. Wach. Amen. Ja, Bruder. Wer gut essen kann, wer gut kochen kann, muss auch gut aufräumen. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag. Ciao.